J.R.R. Tolkien hat einige Bücher geschrieben. Seine bekannteste Reihe ist wohl die Mittelerde-Saga und alles darum herum. Doch in welcher Chronologie erfolgen die einzelnen Geschichten und in welcher Reihenfolge sollte man die Bücher lesen? Diesen zwei oft gestellten Fragen gehen wir jetzt auf den Grund. Zuallererst müssen wir uns die Auswahl an Büchern ansehen, die wir zur Verfügung stehen haben. Genau dazu findet sich in der History of Middle-Earth Sammelband-Serie eine Liste mit allen Büchern Tolkiens. Auch jene Bücher, die erstmal nichts mit dieser Welt zu tun haben oder nicht wirklich dafür relevant sind. Diese habe ich erst einmal rot markiert. Dabei sind auch die Abenteuer des Tom Bombadil und The Road Goes Ever On. Die Abenteuer des Tom Bombadil, weil der Inhalt der Geschichte keinen Einfluss auf das Gesamtbild hat, und The Road Goes Ever On, da es nur ein Liedzyklus ist und die meisten Inhalte davon durch andere Werke weit besser beschrieben sind. Gelb markiert sind dann die History of Middle-Earth und die Briefe von J.R.R. Tolkien. Beide geben Zusatzinformationen und tiefere Einblicke in die Werke und die Welt Tolkiens. Die restlichen grün markierten sind die Haupt- und Kernwerke, die wir nachher betrachten werden. Zusätzlich zu diesen Büchern dann noch der Fall von Gondolin. Dieses Buch ist erst erschienen, nachdem ich dieses Exemplar der History gekauft habe. Es sei noch gesagt, dass die meisten Werke nach Tolkiens Tod veröffentlicht wurden, und hier möchte ich noch einmal seinem Sohn Christopher Tolkien ehren, der uns die ganzen anderen Werke nach seiner Überarbeitung gegeben hat. Während ich jetzt dann weiterlaber, seht ihr die Werke mit dem Erscheinungsjahr unten durchlaufen, nur die gelb und grün markierten. Nun kommen wir zu den zwei Teilen des Videos. Im ersten werde ich beschreiben, wie die Inhalte der Bücher in der Zeitlinie von Arda aufeinander folgen, im zweiten Teil gebe ich dann meine persönliche Leseempfehlung. Im ersten Teil sehen wir uns nur die vorhin grün markierten Bücher, da die History einfach überall drauf liegen würde und einfach überall verteilt ist. Damit auch die verschollenen Geschichten nicht, die ja eine alte Version des Silmarillions im ersten Zeitalter darstellen. Zusätzlich werden sich übrigens nur die Hauptgeschichten angesehen, also keine Rückblicke, wie zum Beispiel wenn in Herr der Ringe in einem Satz Beren und Lúthien erwähnt werden, oder auch wenn kurz die Zukunft angesprochen wird, wie in Die Kinder Hurins. Aufgetragen werden diese über dem Zeitstreifen, zu dem ihr hier oben auch ein Video findet. Das Zeitalter vor den Tagen oder auch Zeitalter der Leuchten und auch die Jahre der Bäume sind stark zusammengeschoben, der Rest ist gleichbleibend. Die Unterteilung sind in Jahren der Sonne angegeben. Die Balken an sich sind natürlich nur Annäherung, da eine genaue Darstellung verwirrend sein könnte. Wir beginnen mit dem Silmarillion in der Ainulindale und gehen bis ins Zeitalter der Bäume, denn bis dahin gibt es in keinem anderen Buch Infos dazu und die Informationen sind allgemein sehr dünn. Manchmal gibt es Rückblicke darauf, die lassen wir aber weg. In den verschollenen Geschichten gibt es da theoretisch noch die alternative Version, diese inkludieren wir in diesem Streifen aber wie gesagt nicht. Bei 1050 walischen Jahren erwachen die Elben. Ab diesem Moment werden die Details eindeutig mehr. Wir sehen hier auch kurz Nachrichten aus Mittelerde aufblitzen, da Galadriel zu ihrer Zeit in Aman dort beschrieben wird. Am Ende des Zeitalters der Bäume schießt die Menge an Informationen stark nach oben und bleibt für das erste Zeitalter der Sonne sehr hoch. Hier gibt es wohl die höchste Komplexität. Denn am Ende des Zeitalters treten die drei großen Geschichten auf. Zuerst Beren und Lúthien, dann die Kinder Hurins und zum Ende der Fall von Gondolin. Ihr seht, dass die Fläche für die Kinder Hurins gestrichelt ist. Das liegt daran, dass in Nachrichten aus Mittelerde dieselbe Geschichte drinsteht, es gibt nur minimale Unterschiede. Die Ereignisse überschneiden sich gegenseitig, zum Beispiel treffen sich ja Turin und Tuor einmal, deshalb sind auch die Balken übereinander liegend. Nachrichten aus Mittelerde bricht auch in der Nähe der Spitze vom Fall von Gondolin nach oben kurz durch. Das ist die sehr detaillierte Beschreibung von der Ankunft Tuors in Gondolin. Wenn ihr euch fragt, woher ich die Jahreszahlen für diese Ereignisse habe, diese stammen aus Morgoths Ring, The Annals of Aman und The War of Jewels, The Grey Annals. Ihr seht also, die History of Middle-Earth ist immer wieder sehr nützlich.
Im zweiten Zeitalter bricht das Silmarillion stark ein. Dafür werden Nachrichten aus Mittelerde umso kräftiger und auch der Herr der Ringe, Anhänge und Register hat ab sofort einen konstanten Strom. Zu der Zeit, zu der der Ring geschmiedet wird, sehen wir eine kleine Ausbeulung. Herr der Ringe blickt auf diesen Hügel und auch auf den nächsten zurück. Der nächste Hügel, den wir jetzt gerade sehen, dieser stellt zum einen den Untergang von Numenor dar und zum anderen die Schlacht des letzten Bündnisses. Der Balken für Nachrichten aus Mittelerde ist auch nach dem Silmarillion noch recht dick, denn da haben wir noch die sehr schöne und detaillierte Beschreibung zum Verhängnis auf den Schwertelfeldern. Danach wird alles recht dünn. Nachrichten aus Mittelerde bleibt hauptsächlich wegen Galadriel und auch wegen Rohan, wo die Anhänge und Register noch einmal sehr stark werden, denn die Thematik der Entstehung Rohans wird dort sehr genau besprochen. Allgemein hat hier das Silmarillion vergleichsweise wenig Relevanz. Und dann kommen wir noch zu den letzten zwei Spitzen, der Hobbit und der Herr der Ringe. Im Jahr 120 des vierten Zeitalters stirbt ein Aragorn und Legolas segelt mit Gimli in den Westen. Der Zeitstreifen geht bis 220 des vierten Zeitalters, das ist das letzte an sich bekannte Datum. Dieses wird in den Briefen erwähnt. So, damit wäre das abgeschlossen. Ich hoffe, es war verständlich. Fragen dazu gerne in die Kommentare. Nun kommen wir zu meiner persönlichen Leseempfehlung. Jeder darf natürlich lesen, wie er will, aber in meinen Augen ist das die geschickteste Reihenfolge. Um in das Thema einzusteigen, empfehle ich zuerst den Hobbit und dann den Herrn der Ringe zu lesen. Dann sieht man, ob man durch die ganzen Erwähnungen der altvorderen Zeit Lust auf mehr hat. Danach kommt gleich ein ziemlicher Brocken, das Silmarillion. Dieses Buch kann sehr schwer zu verstehen sein, also möglicherweise mit Hörbuch daneben lesen oder es zweimal lesen. Darauf folgt Nachrichten aus Mittelerde. Dieses ergänzt sehr gut das Silmarillion und erklärt einige Dinge genauer, wie zum Beispiel die Istari, also die Zauberer, und die Palantiri. Im Mittelteil befindet sich wohl die genaueste Beschreibung zu Numenor. Herr der Ringe, Anhänge und Register ist danach zu lesen in meinen Augen auch nochmal sehr gut, da dieses eine sehr gute Gesamtübersicht über das zweite und dritte Zeitalter bringt. Danach weichen wir in ein etwas schwierigeres Gebiet. Die beiden einzigen Bände der History, die auf Deutsch übersetzt sind. Die verschollenen Geschichten, sozusagen die Erstversion des Silmarillions. Und genau dieses würde ich danach wieder lesen. Mein Fehler war es, das nicht zu tun, weshalb ich da früher des Öfteren durcheinander gekommen bin, was jetzt die aktuellere Version der Geschichte ist. Dann kommen wir noch zu den drei großen Geschichten. Diese würde ich in der Reihenfolge lesen, in der sie erschienen sind. Die Kinder Hurins, wobei ihr diese auch in Nachrichten aus Mittelerde lesen könnt, gibt aber doch noch kleine Unterschiede. Dann Beren und Lúthien und zum Schluss den Fall von Gondolin. Denn diese beiden zeigen mehr die Werkshistorie, als nur eine vollständige Geschichte zu sein. Bei diesen empfehle ich, die Briefe Tolkiens und die History zum Nachschlagen bereit zu haben. Denn das sind sie in meinen Augen hauptsächlich, Nachschlagwerke. Wenn ihr aber in die History einsteigen wollt, empfehle ich neben den verschollenen Geschichten Morgoth's Ring und The War of Jewels. Diese enthalten sehr viele Informationen zur Anfangszeit der Elben und dem ersten Zeitalter an sich. Lasst mich doch gerne wissen, was eure Lesereihenfolge ist. Ein ähnliches Video zu diesem hier ist noch meine Definition zum Kanon, falls euch das interessiert. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, vergesst nicht zu bewerten und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und auf Wiedersehen.